Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Übungslektion abgeschlossen über die Welpenentwicklung und es ging ein bisschen mehr darum, seinen Blick für Situationen zu schulen und Situationen besser einschätzen zu können. Es ist eine reine Videolektion gewesen. Es sollte einem dabei helfen, Situationen zukünftig besser einschätzen zu können und sie nachher besser bewerten zu können. Die Lektion war so aufgebaut, dass ich insgesamt 3 Filme hatte. Die ersten beiden Filme waren Informationsfilme. In den ersten beiden Videos ging es um ein Wildhundrudel von der Eberhard-Tumler-Station. Das ist eine Forschung- und Bildungseinrichtung, die sich auf das Sozialverhalten von Hunden, aber auch von Wölfen spezialisiert hat und beschäftigt sich hauptsächlich mit diesem Thema Sozialverhalten. In den beiden Videos ging es um ein Wildhundrudel, das Junge geworfen hat und diese Jungen wurden ein Jahr lang mitgefilmt. In diesem Film wurde das Verhalten mit dokumentiert, aber auch es wurde erzählt, was für ein Verhalten das ist und warum das jetzt so zustande gekommen ist. Dieser Wurf hatte 4 Welpen. Einer ist im Laufe der Zeit gestorben. Am Ende waren es noch 3 Welpen. Und es wurde sowohl das Verhalten der Welpen als auch des restlichen Rudels kommentiert. Diese beiden Videos waren ungefähr 2 Stunden, ein bisschen mehr. Und dann wurden im dritten Film insgesamt 30 Szenen aus diesen 2 Stunden rausgenommen und unkommentiert gezeigt. Dann habe ich einen Fragebogen bekommen von insgesamt 30 Fragen. Es waren 30 Szenen. Zu jeder Szene sollte ich ankreuzen nach Multiple Choice, was ich sehe. Aber es wurde vorgegeben, wie viele Kreuze gemacht werden müssen. Es war meiner Meinung nach relativ einfach. Und ganz am Ende habe ich dann wieder in den PC eingegeben, wie bei jedem Hausaufgaben, die richtigen Antworten. Daraufhin habe ich gleich eine Benachrichtigung bekommen, dass ich bestanden habe. Ich habe insgesamt 97% bestanden. Ich habe ein Kreuzchen falsch gehabt. Ja, und somit würde ich sagen, erfolgreich abgeschlossen. Diese Übung ist keine Pflichtübung gewesen, sondern eine rein freiwillige Übung. Doch ich finde sie sehr wertvoll, denn ich sehe was, interpretiere etwas und so konnte ich einmal genau sehen, dass das beides auch gut miteinander übereinstimmt und es schult total den Blick für die kleinen Dinge, für die kleinen Merkmale der Kommunikation zwischen den Hunden. Ich fand, es war eine sehr interessante und auch aufschlussreiche Übung, die sich echt gelohnt hat. Insgesamt habe ich für die 3 Videos und die 30 Fragen ungefähr 4-5 Stunden gebraucht, nicht ganz.